Dies ist ein Video für all die Frauen, die das Gefühl haben, dass die guten oder vernünftigen oder die Männer, die wirklich bindungswillig sind, dass die alle weg sind. Ist das wirklich so? Gibt es die nicht? Es stimmt tatsächlich, dass ein Fenster, in dem ein Mann zu haben ist, oft kleiner ist als das Fenster, in dem eine Frau frei ist. Das ist tatsächlich so. Das heißt aber nicht, dass es diese Männer nicht gibt. Das heißt nur, dass du anders gucken musst, um sie zu finden und dass du es wirklich richtig angehen musst, damit du sie findest. In diesem Video gucken wir uns drei Sachen an. Als erstes gucken wir uns an, was es mit dieser Annahme auf sich hat, dass die Guten alle weg sind. Als zweites gucken wir uns an, wie du ins Vertrauen gehen kannst, was du tun kannst, um dieses Gefühl von es sind alle weg, wie du dem entgegentreten kannst. Und als drittes erkläre ich dir dann, warum dieses Fenster kleiner ist, in dem Männer zu finden sind und was du tun kannst, um die Männer in genau diesem Fenster zu erwischen. Herzlich willkommen bei meinem Single Coaching. Ich bin Dana und schon viele Jahre unterstütze ich dabei, einen Partner zu finden, der wirklich passt und mit dem man seine Vision von Partnerschaft leben kann. Ich denke, dass das auch dein Ziel ist und dass du auf der Suche nach einem Mann bist, nach einem vernünftigen Mann, mit dem du genau das tun kannst. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann tu das bitte jetzt gleich einfach da unten auf das Symbol klicken, denn jeden Mittwoch und Samstag lade ich neue Videos hoch, in denen es genau darum geht, was du tun kannst, wie du dir den Weg erleichtern kannst, wo Turbos sind, die du machen kannst, welche Strategien du nutzen kannst dafür, dass du wirklich in dieser Partnerschaft lebst, nach der du dich sehnst. Und in diesem Video geht es jetzt einmal um die Frage, warum die guten Männer alle weg sind oder ob sie wirklich alle weg sind. Und damit setzen wir uns jetzt als erstes auseinander. Denn diese Annahme, die ist falsch, dass die guten alle weg sind. Es gibt tolle Männer, die auf Partnersuche sind. Es gibt natürlich auch Männer, die für dich nicht so wirklich in Frage kommen. Das ist so. Und diese Männer werden dir bestätigen, es gibt auch diverse Frauen, die für sie nicht in Frage kommen. Was aber nicht heißt, dass die nicht auch jemanden finden, der passt. Es geht darum, dass jemand zu dir passt. Aber du wirst natürlich Männern begegnen, die einfach nicht zu dir passen. Es stimmt mit der Augenhöhe nicht, die Chemie stimmt nicht. Aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen passt es einfach nicht. So, das sind ganz viele, die einfach schlichtweg nicht passen. Das heißt aber nicht, dass es nicht jemanden gibt, der zu dir passt. Und solange du diesen Partner noch nicht gefunden hast, mit dem du wirklich deine Vision von Partnerschaft leben kannst, fallen dir natürlich alle anderen Männer um dich herum auf, die vergeben sind, mit denen du dich gut unterhalten kannst, die in Partnerschaften sind, zumindest das, was du von außen siehst, wo du das Gefühl hast, oh, die Partnerschaft ist schön, so eine Partnerschaft hätte ich auch gerne. Und das ist das, was dir auffällt. Und was wir dann automatisch tun, ist, dass wir nach Erklärung suchen. Wir suchen nach Erklärung, nach Begründungen, warum wir allein sind, warum wir niemanden haben. Und die einfachste Erklärung, das ist eine Erklärung, wo wir auch nicht wirklich bei uns selber gucken müssen, sondern wir sind im Außen, da ist die einfachste Erklärung, es gibt keine. Die sind alle weg. So. Das ist aber tatsächlich eine Annahme und ein Stück weit ein Glaubenssatz. Und es ist unbewusst, dass sich diese Dinge einfach so weit manifestieren, dass wir dann so sehr davon überzeugt sind, dass es diese Person nicht gibt. Und dass wir das Vertrauen total verlieren, dass wir jemanden finden werden. Und was dann passiert ist, dass wir auch hart werden, dass wir uns verschließen, dass wir anfangen zu mauern, dass wir niemanden wirklich an uns heranlassen. Und wir erwarten ja gleich, dass es nicht funktionieren wird. Also sagen wir eventuell auch viel zu viel Tschüss und winken jemanden durch, obwohl wir es gar nicht tun müssten. Und wir merken es gar nicht unbedingt, dass es so ein Glaubenssatz und so eine Dynamik ist, die sich ja in uns festgesetzt hat, die uns jetzt letztendlich daran hindert, dass wir die Partnersuche offen und im Vertrauen und aktiv angehen. Es ist unbewusst, diese Glaubensmuster, sie sind unbewusst. Und wenn du dir jetzt sagst, ach, das ist doch alles Blödsinn und es gibt diese Männer wirklich nicht und du kannst ja reden so viel, wie du willst, wie wäre es, wenn du das einfach nur als eine Möglichkeit in Betracht ziehst, dass es ein Glaubenssatz ist, dass es nicht wirklich so stimmt und dass du probierst, was du denn tun kannst und dass du neugierig
wirst, dass du eine Neugierde entwickelst, die Partnersuche vielleicht ein bisschen anders zu gehen, anders zu suchen, dich anders auszurichten mit einem anderen Vertrauen. Denn diese Glaubenssätze aufzulösen, sie zu hinterfragen, zu merken, das ist tatsächlich eine Annahme, die nicht wirklich stimmt, das ist der erste Schritt dafür, dass wir uns davon befreien und dass es uns nicht daran hindert, dass wir im Leben das erreichen, was wir uns wirklich wünschen. Wenn du dir die Checkliste mit den 7 häufigsten Fehlern bei der Partnersuche noch nicht runtergeladen hast, dann tu das bitte. Unten drunter verlinke ich sie dir. Da gucken wir uns nämlich diese ganzen unterschiedlichen Sachen an, die einen davon abhalten, in eine Partnerschaft reinzugehen. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, wenn es darum geht, einen Partner zu finden und wenn du das Gefühl hast, dass die Guten alle weg sind. Von den Glaubenssätzen habe ich ja gerade eben gesprochen. Und wenn wir jetzt einfach mal die Annahme machen, dass du es schaffst, da so ein bisschen was aufzuweichen, ist der nächste Schritt, dass du es schaffst, ins Vertrauen zu gehen. Ins Vertrauen da rein, dass du einen Partner finden wirst und auch ein Stück weit ein Versprechen an dich selber, dass du die Vision von Partnerschaft, nach der du dich wirklich sehnst, so wie du sie leben möchtest, das, was dir wichtig ist, dass diese Form von Partnerschaft, das ist wirklich das ist, was du möchtest und dass du alles tun wirst, um diese Partnerschaft zu finden, um diesen Partner zu finden. Und dass du dieses Vertrauen, also dieses Negative hin, sie sind alle weg, ummünzt in etwas Positives. Ich schaffe das, ich werde so jemanden finden, ich werde nicht aufgeben, bis ich jemanden gefunden habe. Es gibt diese Männer, sie sind zu haben, ich muss sie einfach nur finden. Und ich muss erkennen, wann jemand nicht passt, ich muss schnell genug durchwinken, wenn es wirklich nicht passt. Aber ich muss auch lernen, genau hinzugucken und das eine von dem anderen zu unterscheiden. Könnte nicht jemand doch zu mir passen? Und ich sage vielleicht zu schnell Nein aus einer Angst heraus, ja, dass ich da für mich eine Sicherheit entwickle. Darum geht es, dieses Vertrauen in dich selber und in dein Bauchgefühl, das zu entwickeln und das wiederzufinden. Als ich auf Partnersuche war, habe ich genau dieses Versprechen an mich selber formuliert. Wenn du dir andere Videos schon mal angeguckt hast, dann weißt du vielleicht, dass ich eine Reihe von kurzen Beziehungen hinter mir hatte und es hat immer nicht so wirklich gepasst und irgendwann war der Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe da jetzt einfach keinen Bock mehr drauf, ich möchte Familie, ich möchte in einer wirklich stabilen und langfristigen Partnerschaft leben. Und ich habe für mich geguckt, was kann ich ändern, was brauche ich, wie kann ich es erkennen, wo muss ich Nein sagen, wo muss ich genau hingucken und ich habe genau dieses Versprechen an mich selber, was ist mir wirklich wichtig, ich habe das formuliert und ich habe das auch so formuliert, dass ich es jetzt noch habe. Das ist relativ lang geworden. Ich finde es total toll. Ich verlinke dir auch mal das Video, wo ich das geteilt habe oder wo ich einen Teil dazu geteilt habe. Dieses ganze Versprechen, das ist auch in dieser Checkliste mit den 7 Fehlern, da ist das in diesen begleitenden E-Mails, in einer E-Mail, da habe ich das reingeschrieben. Und das ist was, vor einigen schon was abgeguckt und geklaut haben, denn wenn man sich nicht so wirklich sicher ist, wo es hingehen soll, dann fehlen einem oft die Worte dafür, das zu formulieren, dass es wirklich potent ist und dass es wirklich, ja, dass es wirklich etwas ist, was du auch in dir spürst, dass du dieses Vertrauen entwickelst. Aber das ist so, so, so elementar wichtig, wenn du auf Partnersuche bist. Denn wenn du dieses Vertrauen nicht hast, dann wirst du Wege finden, dich rauszuwinden, du wirst Chancen nicht wahrnehmen, du wirst Nein sagen, wenn du nicht Nein sagen müsstest, du wirst Ja sagen, wenn du es nicht solltest und es ist ein Rumgeeier. Diese Ausrichtung, das ist so, 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 so wichtig. Und als drittes habe ich dir versprochen, dass ich dir erkläre, warum das Fenster kleiner ist, in dem Männer zu haben sind und was du tun kannst, um diese Männer zu finden. Die Frauen nehmen sich oft etwas mehr Zeit zum Reflektieren zwischen den Partnerschaften. Was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, wie kann ich mich weiterentwickeln, damit ich dann in eine andere Partnerschaft reingehe. Die Männer, die tun das öfter nicht. Nicht so wirklich. Einige ja, aber nicht alle. Und bei den Männern ist der Übergang von einer Partnerschaft in die nächste oft sehr viel kürzer. Ja, die nehmen sich nicht so viel Zeit. Männer haben auch oft ein Problem damit, länger allein zu sein, was nicht per se schlecht ist.
Einige meinen dann, der ist doch jetzt direkt von einer in die nächste, hat noch gar nichts aufgearbeitet, das kann doch nicht funktionieren. Männer ticken anders, die gehen das anders an. Wir Frauen, wir haben viel mehr Personen in unserem Bekanntenkreis, wir unterhalten uns mit mehr Personen. Die Männer haben das nicht, die haben oft nur die Partnerin, die sie ganz dicht an sich ranlassen. Und wenn diese Partnerin weg ist, dann entsteht bei den Männern ein Vakuum, was für den Mann viel, viel, viel schlimmer ist. Das heißt, der Mann guckt viel schneller, wie er dieses Vakuum füllen kann. Was auch wieder nichts Schlechtes ist. Das sind wirklich zwei Seiten dazu. Wir Frauen denken, dass das schlecht ist. Für den Mann ist das nicht schlecht. Und auch für eine Partnerschaftsdynamik muss das nicht schlecht sein. Das ist in Ordnung. Wichtig ist, dass man mich dann innerhalb der Partnerschaft und des Kennenlernens über bestimmte Dinge offen austauschen kann. Ja, also sieht das nicht als was Schlechtes an, wenn ein Mann schneller von einer Partnerschaft in die nächste geht. Das ist auch so ein Denken, was wir Frauen oft haben. So, aber die Tatsache ist so, dass die Männer oft schneller von einer Partnerschaft in die nächste gehen. Und das heißt, dass dieses Fenster realistisch betrachtet kleiner ist, in dem ein Mann zu haben ist. Und vielleicht hast du das auch schon gehört, im Bekanntenkreis hat sich jemand getrennt und ist schon wieder in einer neuen Partnerschaft. Denkst, habe ich doch gar nicht mitgekriegt. So, und das ist genau das, was ich meine, dass dieses Fenster oft sehr kurz ist. Und jetzt ist es deine Aufgabe als Frau zu tun, was nötig ist, damit du Männer erwischst, die eben dieses kurze Fenster haben. Denn die Männer, die oft ganz lange allein sind, nicht alle, aber einige von denen sind wahrscheinlich nicht unbedingt die Männer, mit denen du in einer Partnerschaft sein möchtest. So, das heißt nicht, dass es wirklich ein Ausschlusskriterium ist. Guck dir diese Männer auch ganz genau an. Das hat oft einen Grund, warum er nicht in einer Partnerschaft ist, was nichts mit einer Willigkeit oder einer Fähigkeit hat, in einer Partnerschaft zu sein. Das ist auch eine Annahme, die wir oft haben. Jemand war lange allein, oh Gott, geht als Partner nicht. Wenn mein Mann das gesagt hat, er hatte nur kurze Beziehung, er war in einer ganz langen Partnerschaft, die hat nur kurze Beziehung, wird auch gleich wieder weg sein, dann hätte er mich auch gleich durchwinken können. Daran lag es bei mir nicht. Ja, also guck dir das genau an, wenn es soweit ist. Es geht einfach darum, dass du tust, was du tun kannst, damit du Männer an diesem Fenster erwischst. So, und dafür hast du jetzt unterschiedliche Möglichkeiten, wenn es darum geht, Gelegenheiten zum Kennenlernen zu schaffen. Die jetzt alle aufzuzählen, das will ich jetzt nicht tun, das wird nämlich auch ewig weit gehen. Deshalb werde ich dir ein paar weitere Videos verlinken. Was ich super, super toll finde, um Männer in diesem Fenster kennenzulernen, ist diesen Prozess des Verkuppelns und wie du deinen Bekanntenkreis aktiv mit involvierst. Ich verlinke dir das Video dazu da oben. Guck dir das an. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Denn so bekommst du es mit, wenn irgendwo was ist. Und Freunde können anders gucken, Freunde von Freunden können anders mitgucken und kriegen das mit, wenn irgendwo was auseinandergeht und wenn man irgendwo einen Kontakt herstellen könnte. Also verkuppeln ist ein Punkt, der extrem wichtig ist. Thema Online-Partnersuche muss ich dir wahrscheinlich nicht groß erzählen, dass das eine gute Möglichkeit ist, um Leute kennenzulernen, um Gelegenheiten zu schaffen. Aber bitte richtig, ich verlinke dir auch da die Playlist da oben. Ich habe dir ganz viele unterschiedliche Videos dazu, wie du die Online-Partnersuche effektiv angehst. Denn auch da gibt es Sachen, die funktionieren, Sachen, die nicht so dolle funktionieren. Und du kannst einiges tun, damit du diese Frustrationsschwelle bei der Online-Partnersuche, ja, da ist ganz viel Frustration mit im Spiel, wie du das möglichst gering halten kannst. Und da machst du es dir nämlich deutlich, deutlich angenehmer. Guck gerne auch unten drunter, ich packe dir den Link zur Challenge unten rein. Da sind auch weitere Videos, wo es genau darum geht, effektiv auf Partnersuche zu gehen und so ein bisschen um die Ecke zu denken. Und das ist perfekt dafür, um Männer in diesem Fenster zu treffen. Denn es gibt sie und ich wünsche dir alles Gute, dass du sie findest. Nutz die Werkzeuge, die dir zur Verfügung stehen und dann alles Gute auf dem Weg. Tschüss!